aufgehängt. Wir sind für ein Jahr. Tour de Ski sollte zweimal Station machen im Land am Silvester 19 und Neujahr 21. Davor aber noch die letzte Hürde, die es zu überspringen gibt, ist das Referendum. Wie ihr seht, am 25. November wird darüber abgestimmt. Und jetzt bitte ich da für eine kurze Präsentation Facts and Figures der LSV-Präsident der Alexander Ospelt und vom Team Nordisch der Konsti Frommelt. So, der Alexander hat ein Headset, dir gebe ich das da, oder? Gut, dann bitte das Wort, bitteschön. Ja, danke vielmals. Also ihr seht hier, wir sind ja, wir sind nicht nur für ein Ja, sondern wir wollen damit ein bisschen symbolisieren, dass wir auch zu den Ja sagen können. Weil es ist immer so ein bisschen im Land verbreitet worden, dass man gegen alles ist ein bisschen und viel Nein-Säger sind. Und jetzt wollen wir ein bisschen einen Umschwung realisieren und sagen, hey, man kann auch Ja sagen. Und deshalb heißt es, wir sind Ja. Ihr seht es nachher, ich glaube, der Konsti sieht noch irgendetwas dazu, aber wir sind euch dankbar, wenn ihr uns dort ein bisschen mithelfen. Und die Präsentation hat eigentlich den Zweck, wir auch das Broschürchen da, dass ihr ein bisschen eure Fragen beantwortet bekommt und wenn noch Fragen offen sind, auch zu uns nachher kommen und uns gerne nachher fragen kann. Und wenn ihr mit Fragen konfrontiert seid, auch entsprechende Antworten hin. Jetzt probiere ich mal, ob die Präsentation dort, da ist, wer sie. So stellen wir uns das natürlich dem vor, aber eben nicht im Steg, sondern im Malbu. Das tut es, glaube ich, nicht. Da. Nein, verdot. Das ist ein Test gewesen, ob wir losen oder zulassen. Also, angefangen hat das eigentlich, dass wir am FIS-Kongress im Frühling, wir haben Berti Mannhardt, einen ambitionierten Coach geholt und haben auch das Gefühl gehabt, wir können Rennen auf höherer Stufe organisieren. Und das habe ich auch am FIS-Kongress gesehen, dass wir dort bereit wären. Und dann haben sie gerade gesehen, ja, aber ihr habt eigentlich geografisch also super eingepasst durch das Ski, wenn ihr euch nicht überlegt, durch das Ski machen. Schlussendlich ist das wirklich, hat man es ein bisschen vorbereitend organisiert und in dem FIS-Committee-Meeting ist das eigentlich schon so gut organisiert gewesen, dass der Deutsche eben gesehen hat, wir täten aussteigen vor zwei Jahren, weil wir dort WM haben und wir täten es euch zur Verfügung stellen vor zwei Jahren, sodass wir dann wirklich einstimmig zum Zocko sind, in der Weltcup-Kalender aufgenommen worden. Das unter anderem auch deshalb, weil wir halt im letzten Jahr gut die Schweizer Meisterschaften organisiert haben. Es ist wirklich ein bewährtes Team um Christoph Konsti Frommelt und um den gesamten Nordic Club. Da muss ich. Das ist DEOF, haben wir auch noch präsentiert. Und jetzt stellen wir, glaube ich, inhaltlich ein bisschen konkreter vor, wie das eben ausschaut. Und dann gebe ich dem Konsti das Wort und der Drucker, der vielleicht bei ihm besser tut als bei mir. Also ja, ich darf mit dem Drucker mal in die Luft heben, dann kannst du weiterschalten. Ich glaube, wir stehen schnell ein bisschen daher, dann kann man uns anschauen, wie wir schwätzen. Und das sind jetzt zwei Jahre hin. Also vorher noch immer das Bild von den Helfern gehabt. Und es ist von uns und zuerst mal noch an euch alle ein grosser Dank, dass ihr uns so, es sind ja nicht immer nur die Nordischen, die das schaffen, es sind auch immer viele Alpine gewesen, die uns bei den Anlässen geholfen haben. Und zuerst mal ein grosser Dank auch noch einmal für die Schweizer Meisterschaft, wo ihr uns dort unterstützt habt. Und es stimmt uns positiv, dass man über Tour de Ski wieder auf die Unterstützung zählen kann, weil der Skiverband wird einen grossen Anteil an Helferstunden auch wieder brauchen von euch. Und es ist jetzt ein Anlass, der dann auch das Freiwilligentum im Liechtenstein wieder appelliert. Und ich glaube, im Freiwilligen sind wir eigentlich stark im Liechtenstein. Gut, also Tour de Ski muss man, glaube ich, nicht gross erklären da hinten im Skiverband. Es ist einfach das Langlauf-Event, wenn nicht gerade eine WM oder eine Olympiade ist im Winter. Eben, ich glaube, ihr habt alle schon die Fernsehbilder gesehen, wo es am Schluss der Berg raufgeht oder die tollen Bilder vor Lenzerheide oder Walmisteier, wo wir in den letzten Jahren auch immer mit Liechtenstein der Beteiligung dabei gewesen sind. Unter anderem in den letzten Jahren der Martin Vögel und der Michael Biedermann, die in Lenzerheide gestartet sind. Oder mir noch eine gute Erinnerung, der Philipp Helgo seine allerersten Weltcup-Punkte im Rahmen von einer Tour de Ski geholt hat. Also für Liechtensteiner auch ein gutes Pflaster der Tour de Ski. Ja, wir haben ein Bild von dort, wo so Schnee hat, was wir nicht beschneiden.
Ja, wir kommen jetzt zum Thema, warum Vaduz und nicht Steg oder Malbu. Ist ja eigentlich relativ einfach. Es gibt so viele Gründe, die für Vaduz sprechen und gegen das Alpengebiet bei uns. Es ist zum einen, ist einfach die Infrastruktur im Steg. Ja, ihr wisst es, wir haben eigentlich kaum etwas dort. Wir haben eine kleine öffentliche Toilette und eine Umkleidekabine, die kleiner ist wie die Bühne. Da haben wir also für einen Welkenbrenner weit entfernt Stromanschlüsse. Und das Ganze für Medien haben wir nichts. Und es ist einfach die ganze Infrastruktur, die ich kann, macht keinen Sinn, wenn sie Hosse schon da ist. Weiter sind wir einfach, ihr könnt es selber, wir sind wahrscheinlich. Die meisten sind selber über Weihnachten im Steg oder im Albu. Es ist dann schon schwierig, einen Parkplatz zu finden. Dann noch eine ganze Tour des Skitross ohne hinter dem Tunnel unterzubringen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit zu ihrer Zeit. Und was mich schlussendlich sogar selber noch ein bisschen überrascht hat, ist, es macht sogar ökologisch keinen Sinn, die Leute in den Steg hinzubringen, weil es einfach viel mehr Transport braucht, um uns alle dort hinzubringen und die ganzen Sachen aufzustellen, wie die Kubik Schnee von dort zu führen, wo die Leute sowieso schon sind. Dort haben wir eine kleine Grafik, das ist jetzt oft mal der Treibstoffverbrauch von Schnee nach Vaduz zu transportieren, ist der blaue Balken. Alle 4'000 Zuschauer, die wir rechnen, jetzt auf den Steg transportieren mit Auto, braucht noch schon mehr Treibstoff, wie eben der Schnee rauszuführen. Dort dabei sind noch eben für die ganze Organisation, für die ganze Infrastruktur aufgestellt, das ist noch gerne nicht gerechnet jetzt in dem roten Balken und trotzdem ist er schon grösser. Wie schlussendlich dann der zu Vaduz. Einfach da, weil wir zu Vaduz schon alles haben. Gut, kurz, wir haben mal eine Strecke angedenkt, die wir vorgestellt haben. Ja, wir sehen dort den Start-Ziel-Bereich. Also, am einfachsten zum Orientieren ist, wenn man das Regierungsgebäude anschaut. Es geht dort vom Kreisel, geht es nachher Richtung Rietdamm raus, rechts Richtung Marktplatzgarage, auf die Marktplatzgarage um, über Brock drüber. Ums Postgebäude um und auf der Hauptstrasse Tori zum Rathaus drauf und dann die wahrscheinlich längste Zielgerade im Weltcup von fast 500 Metern durch das ganze Städtchen durchaus. Also es ist eine relativ flache Strecke, es gibt das richtig Ellbogenkampf, Highspeed-Rennen und wir sagen so da, wir haben eigentlich direkt neben der Strecke eine Schule und Mehrzweckhalle mit Garderobe, Platz für ein Mediencenter, für Vaduz spricht dort die Anbindung an öffentlichen Verkehr. Es sind einfach so viele Argumente, die innenweg für Vaduz sprechen. Und die von FIS sind eigentlich begeistert von der Infrastruktur, die wir hier neben der Strecke haben, was sie an anderen Orten, sie sind davor vor die Ock, in der Schweiz am Anlage gesehen, da haben sie halt kein Bäuschen. Und das ist sogar schon Luxus, dass wir Infrastruktur direkt neben der Strecke haben. Ja, also vielleicht, das sind auf ein paar kurze Übersichtszahlen. Für Vaduz rechnen wir mit ca. 6'000 Zuschauer, dann der ganze Tour des Skitross, ungefähr 140 Athleten, ist da falsch, es sind 700 bis 800 Personen, also Athleten, Betreuer, Funktionär, Medien, denn was dazukommt, jede Nation hat ihre eigenen Wachstrucks, riesen Sattelschlepper auf drei Seiten ausfahrbar, kaum durchs Tunnel im Steg überhaupt durchzubringen, zum Beispiel. Und, was uns wichtig ist, ist schon Anlass fürs Volk. Also jeder, der schauen kann, will, soll schauen können. Die Strecke ist frei zugänglich für alle. Außer jemand fühlt sich bereit, dann fürs VIP-Zelt etwas zu zahlen. Und wenn so ein Anlass fürs Volk ist, soll es auch ein bisschen mit dem Volk sein. Also wir haben jetzt vor, wir haben jetzt vor Ort einen Anlass machen, ohne die Bevölkerung dort. Darum, die Gastronomen von Vaduz sollen auch davon profitieren, dass vor ihrer Haustür so etwas steht. Und wir werden dann im weiteren Schritt mit ihnen oder dort etwas erarbeiten, dass wir einfach mit ihnen zusammen ein Konzept haben über die ganze eben Verpflegung. Und was wir auch schon gesehen haben, eben sind die 4'000 Helferstunden mit denen, die wir rechnen. Also ich glaube, wenn man das aufrechnet, dann ist es einfach nochmal ein wesentlicher Anteil im Budget, den der LSV da leistet, der einfach nie als Zahl erwähnt wird. Und ich glaube, eine Ablehnung gegen das ist ein bisschen ein Nein zum freiwilligen Arbeiten. In dem Fall nehme ich jetzt den Drucker. Übrigens, da sehen wir unsere Anlässe in dem Jahr, in dem Booklet, das liegt oben euch da. Es ist jetzt mein Drucker und natürlich mit dem Höhepunkt mit dem Brille Federer Cup. Also wir freuen uns weiterhin auf die tolle Zusammenarbeit mit dem Brille Federer. Aber jetzt zurück zur Tour de Ski. Also wir sind schon in Verhandlungen mit verschiedenen Fernsehproduktionen, die sind auch schon
hier gesehen, SRF, wo das dem Macher hat, im Auftrag für irgendjemand, wo uns dann die Fernsehrechte abgekauft hat. Also, wir müssen aber dann die TV-Produktion den zahlen, wo uns dann verkauft wird. Und TV-Produktion und Preisgelder, das sind eigentlich die einzigen Gelder, die dann auch ins Ausland gehen. Der Rest der Wertschöpfung bleibt im Liechtenstein. Ja, also wir hoffen, dass in 2 Jahren ein Teil der Preisgelder natürlich im Liechtenstein bleibt. Das sind Fernsehübertragungszeiten vom letztjährigen Event in Lenzerheide um die gleiche Zeit, also am 31. Dezember, wo für FIS eruiert worden ist und uns übermittelt worden ist. Also es ist in 16 Ländern übertragen worden. 78,5 Millionen Zuschauer und über 80 Stunden Übertragungszeit. Davon sind in Deutschland 6 TV-Stationen da gewesen. Haben natürlich auch Übertragungszeit. Wir haben mit SRF über noch schon geredet. Die hatten Vorberichterstattung auch aus dem Steg machen, aus dem Album machen, dass er wirklich ein bisschen winterliche Stimmung reinkommt. Haben sich schon angeschaut, wer am besten der Schott ist dann gegen das Schloss rauf. Also die hätten auch erfreut, wenn es hier stattfindet. So soll es dann halt natürlich ausschauen, dass man auch jetzt winterliche Stimmung verbreiten kann und sonst wird die winterliche Stimmung einfach aus dem Alpengebiet herprojiziert in der Vorberichterstattung. Gut, dann kommen wir zu einem Thema, das immer schon wieder mal in den Medien war, zur Schneeproduktion. Also wir haben uns bewusst auch dafür entschieden, um den Schnee dann im Steg zu produzieren, weil allein schon von den Zahlen macht das einfach Sinn. Ich glaube, auch Leute im Albu, die dort Erfahrung haben. Es gibt so Umrechnungsfaktoren, also zum Beispiel ein Schneeerzeuger hat uns mal gerechnet, Beschneiungszeit und die eben Beschneiungsdauer bei den verschiedenen Temperaturen für die Schweizer Meisterschaft. Und dort ist es zum Beispiel so, dass wenn es im Steg minus 5 Grad hat oder minus 2, macht das einen riesen Unterschied. Also der 3 Grad Unterschied bedeutet schlussendlich, dass wir 3 Mal länger schneien müssen. Und darum ist es für uns auch gerne eine Frage gekommen, im Talhunde zu beschneien, weil von dort hat durchschnittlich im Winter sogar 5 Grad mehr im Steg. Das bedeutet, wir müssen von dort schon fast 5 Mal länger die Schneekanone laufen. Das macht aus ökologischer Sinn eben gar keinen Sinn. Also sind die 7000 Kubikmeter Schnee, die wir produzieren, gegen die Skipiste eigentlich ein kleiner Betrag. Kürzer wie, also es ist auch weniger wie eine Schweizer Meisterschaft oder Jugendolympiade schon produziert worden ist. Was dazu kommt, ist, im Steg haben wir die Möglichkeit, um das Wasser aus dem Stausee oder aus dem Abfluss vom Stausee zu nehmen. Das heisst, man muss kein Trinkwasserreservoir anzapfen, wie an vielen anderen Orten. Und das Wasser wird nachher einfach wieder direkt in den Kreislauf von Natur zurückgehen. Also es ist nicht irgendwie, wir klauen das Wasser von der Natur, sondern es schmilzt dann einfach wieder und es geht wieder in die Natur im Liechtenstein. Ja, also ich glaube, der Vergleich haben viele schon gehört. Wir haben einfach mal gesehen, die Kilowattstunde, die wir vorher auf der Folie hatten, wie viel bedeutet das überhaupt? Weil es ist immer schwierig, um etwas vorzustellen. Die ganze Schneeproduktion braucht gleich viel Strom wie ein Fußball-Länderspiel im Liechtenstein zu verrotzen. Also es sind ungefähr 3,5 Stunden, 3 Stunden, 3 Viertel Flutlichtanlage laufen lassen zu verrotzen und dann haben wir schon den ganzen Schnee für die Strecke beschneit. Und ihr wisst ja selber, wie viel Mal das so alles stattfinden. Oder zum Beispiel der Eisplatz verrotzt, selbstverständlich auch für alle, einen Tag, einen langen Tag Betrieb vom Eisplatz und wir haben auch schon den ganzen Schnee produziert. Also es ist wirklich wenig, was wir brauchen für die Schneeproduktion zu verrotzen. Ja. Und darum haben wir uns entschieden, um ein bisschen eine Vorreiterrolle einzunehmen für künftige Events im Liechtenstein. Wir versuchen den Anlass, oder wir wollen den Anlass CO2-neutral durchführen. Und es hat im Liechtenstein noch nie gegeben, dass so ein Anlass mit dem Label Green Event ausgezeichnet worden ist. Es ist ein Label, das es momentan in der Schweiz gibt. Es ist im Liechtenstein noch nie zertifiziert worden. Aber eben, wir setzen alles daran, dass wir sogar das Label überkommen und dass so zukünftige Sportveranstaltungen im Liechtenstein dann ähnlich oder in die Richtung gehen. Und dort sagen wir uns sogar ein bisschen als Pionierrolle, weil schlussendlich ja, der Skisport ist etwa vom ersten unter dem Klimawandel, den leiden wird. Gut, vielleicht dort noch ergänzend dazu, ist an einem schönen Samstag fahren 4300 Privatautos circa ins Malbu. Und wenn wir den Schnee rausbringen täten, dann reden wir von etwa 350 Lastwagen, es ist ja so. Aber auch, dass wir dort Verhältnismäßigkeit lassen. Deshalb ist es ein Anliegen, dass wir das wirklich ökologisch verantwortbar organisieren und dass wir eure Abstimmung überbringen.
Also, Kernaussagen sind dort, dass wir seit 80 Jahren, wir sind sogar als Kernland bezeichnet worden von der Swiss. Wir dürfen seit 80 Jahren erfolgreich als Skination auftreten. Wir haben die schönsten Gänsehaut-Momente in den 80er Jahren, jetzt letztes Jahr auch wieder mit der Tina. Aber auch wo der Pippo zeitlang allein ins Stadion gelaufen ist, im Holmen Kollner, sind wirklich Gänsehaut-Momente, die wir jetzt einfach mal da haben wollen. Und deshalb glauben wir, dass wir das uns gut überlegt haben und täten uns freuen, dass wir die Abstimmung noch gewinnen täten. Ja, kannst du gerade noch kurz zur letzten Folie gehen? Ja, also eben, und es ist uns so wichtig, es soll ein Erlebnis in der Tour de Ski, es soll nicht irgendwie über die Ökologie und alles gehen, weil es ist echt ein cooles Event und es ist eigentlich auch eine der wichtigsten Kernaussagen. Es wird ein riesen Fest am 31. Dezember zu Verrotz mit den weltbesten Langläufern direkt vor der Nase, also freue ich euch drauf. Und jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Angewerbung. Wir haben eine Facebook-Seite für alle, die so jung sind wie ich oder noch jünger, haben wir auch Instagram, also können Sie dort folgen. Laden eure Freunde ein und dass man das möglichst breit streuen kann. Und genau, wir haben jetzt einen Claim, wir sind ja auch einfach mal wieder sagen, wir im Liechtenstein, wir machen wohl wieder etwas zusammen, weil eigentlich sind wir ja nicht Neinsager. Ich glaube, es will sich kein Liechtensteiner anlassen, dass er ein Neinsager ist. Darum stehen wir zusammen und sind mal wieder ja zusammen. Genau, wir haben das Schild hier noch vorbereitet. Wir haben da schon mal eine Probefoto gemacht, das dritte vorher. Und wir möchten möglichst viel von euch motivieren, um nachher hinten dran. Wir haben noch einen Fotograf dran. Einfach mit dem Schild zu posieren. Wir werden das nachher einfach alle sammeln, auf Social Media laden. Einfach zum sagen, wir sind viel und wir sind ja. Und wir stehen alle zusammen hinter dem Anlass. Zusammen dazu wird es auch hinten dran, auf die Tafel aufgehängt ist, am Schluss noch, für alle, die sich mit dem identifizieren können, was hoffentlich viele sind da hinten, ein Gruppenbild geben, wo man einfach mal sieht, wir sind, stehen alle hinter dem Anlass und wir sind ja. Dankeschön. Dankeschön am LSV-Präsident Alexander Ospelt, Konsti Frommelt. Ganz kurz so das Bauchgefühl, 25. November. Es ist sehr schwierig. Wir sind natürlich gespannt und es ist wirklich, wie heute hat sie gesehen, eine spannende Lebenserfahrung. Wir wollen darüber eben sachlich informieren, aber was dann schlussendlich rauskommt, sehen wir dann über den 25. November. Aber das ist die Abstimmung. Ich höre wirklich viel. Da geht es nicht nur um einen Sportanlass, sondern es geht um eine Grundeinstellung. Bei uns im Land hat man letztens so viele Mal Nein gesehen. Ich habe zum Beispiel einen Amtsleiter, der zu einem gesagt hat, egal, sie kommen bringen, was sie wollen, ich bin einfach dafür, dass es endlich mal ein Jahr gibt. Also das wünsche ich euch, dass es ein Jahr gibt am 25. November. Euch alle bitte nach dem Schluss vom offiziellen Programm dort hinten, alle die, die für ein Jahr sind zur Tour de Ski bei uns im Land, sollen bitte hinter zum Fototermin kommen, zu einem kräftigen Manifest pro Tour de Ski in Liechtenstein. Dankeschön, Alex Ospelt und Konsti Frommelt. Danke.